Klaus. Schön, dass wir nebeneinander sitzen dürfen hier im Auto. Ja, ich freue mich auch. Sehr gut. Wir als Abenteuer 4x4-Team durften ja für dich, sage ich jetzt mal, für INEOS Automotive, für den europäischen Raum, das Sales Training 2023 organisieren in den spanischen Zentralpyrenäen. Du hattest ja bestimmt irgendwelche Ziele und Erwartungen. Kannst du mal kurz resümieren? Wir sind ja jetzt schon mit den Gruppen für das europäische Training durch. Was hast du so für ein Feedback für mich? Also erstmal, wir haben hier in den letzten 2 Wochen 18 Länder einmal durchs Training durchgezogen. Mhm. Verkäufer, die sich mit dem Auto auskennen, Verkäufer, die noch völlig jungfräulich sind, was das Thema Offroad angeht. Und denen wollten wir einfach mitgeben, was das Auto kann, wo das Auto seine Stärken hat, aber auch was das Lebensgefühl des Grenadier ausmacht. Ja, weil das ist jetzt kein klassisches Auto, was du auf Straße fährst, also zumindest nicht nur. Und uns ist wichtig, dass der Verkäufer das im Showroom, im Verkaufsgespräch auch transportiert, dass der eine gewisse Euphorie dem Kunden gegenüber mitbringt und auch Geschichten erzählen kann, was er selber erlebt hat. Und wenn er erzählt, was er in den Pyrenäen gemacht hat und wie er das Auto eingesetzt hat, dann hilft uns das, das Auto zu verkaufen. Ja, und dafür gibt es aus meiner Sicht momentan wenig bessere Optionen als euch, ja, um das Dankeschön. Auto zu erklären. Und wir haben hier eine perfekte Infrastruktur. Wir starten auf dem Campingplatz in Isabena. Und je nach Wetter und je nach Wünschen können wir dann auch unsere Strecken anpassen etc. Das passt perfekt. Also Feedback ist perfekt. Gut. Super. Das freut mich zu hören. Prima. Wir haben ja auf dem Training oder während des Trainings unter anderem das Model Year 24 und den neuen Grenadier Quartermaster vorgestellt. Und was erwartest du ja, für den Markt mit der Neueinführung dieser beiden, ja, in einem Falle sind es nur Änderungen, Zusatzausstattung, ja. Und beim Quartermaster ist es ja ein vollständig neues Modell. Genau. Also was erwartest du? Der Station Wagon Model Year 24, damit kommen wir im Prinzip den gesetzlichen Forderungen nach, was ein Fahrzeug ab nächstes Jahr können muss. Da kommen ein paar Sicherheitsassistenten dazu. Den konnten wir uns nicht verwehren, wollten wir uns auch nicht verwehren, aber wir bleiben unseren Prinzipien treu, dass wir sagen, wir tun nur das ins Auto rein, was wirklich notwendig ist, ja. Und auf alles andere verzichten wir, um das Auto möglichst leicht dann auch oder um es weniger fehleranfällig zu machen. Ja. Ja, das heißt, es kommen ein paar Sicherheitssysteme im Station Wagon, es kommt ein besseres Soundsystem bei einer unserer Editionen. Wir haben den kurzen Dachträger, der, glaube ich, für einige Kunden, insbesondere die mit dem Safari-Fenster. Das heißt, man kann jetzt die Safari-Fenster öffnen mit dem kürzeren, genau, Dachträger. Ja, okay, das war vorher ja ein bisschen, ja, gab ein bisschen Unmut, sage ich mal. Aber genau, da haben wir jetzt eine Lösung für. Das ist das Model Year 24 im Station Wagon. Also keine Revolution, eine Evolution. Ja. Getrieben maßgeblich durch die Gesetzgebung. Und der Quartermaster, der Pickup, ist natürlich ein völlig neues Fahrzeug und hilft uns, völlig neue Kundengruppen zu erschließen. Ja. Er ist deutlich länger nochmal, hat einen völlig anderen Use Case. Und genau, also da ist es genauso wichtig, dass unsere Verkäufer verstehen, was kann das Auto, wofür setze ich es ein, wer sind unsere Kunden. Ja. Und wir sind da extrem positiv, weil wir eine große Nachfrage haben auch. Ja. Wir sehen hier, und so ist das mit dem Film manchmal, wir sehen hier tatsächlich jetzt ein Filmteam, was wir für die Pressevorbereitung hier oben hingeschickt haben, um 2 Autos schon mal vorzuproduzieren. Aber wir fahren weiter Richtung Offroad Park und gucken mal. Ja, also völlig neue Kundengruppen wahrscheinlich. Es gibt natürlich mit Sicherheit die Lifestyler, die auch den Pickup cool finden. Ne? Aber wir haben jetzt halt ein Fahrzeug, wo wir eine Europalette draufkriegen, wo man ordentlich Zuladung hat mit 800 Kilo, glaube ich. Ne? Ja. Und wo wir die Möglichkeit haben, auch die Camper anzusprechen, weil es wird dafür, genau, mit Sicherheit relativ schnell auch ein System geben. Habe ich Leuten gehört, ich weiß nicht, ob du da schon was drüber sagen darfst, ohne Ladewanne. Ist das richtig?
Das wird auch kommen, ein Fahrgestell, ja, auf dem man dann, also was wirklich dafür gemacht wird, um es auszubauen. Ja. Das kommt voraussichtlich dann in 2024 und ist, glaube ich, für sehr viele Camper und alle anderen Arten von Modifizierungen super attraktiv und interessant. Ja, cool. Wir haben ein bisschen längeren Radstand, glaube ich, 305 mm, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Korrekt. Und haben ansonsten Model Year 24 Ausstattung. Also er wird von vornherein mit Müdigkeitsassistent, mit Notbremsassistent, mit Spurverlassungswarner. Ja. Also sind hier Neuigkeiten. Wir haben dann in einigen Ausstattungen eine 400 Watt Haushaltsstromsteckdose integriert. Genau. Ich glaube, es geht nicht zusammen mit dem Doppelbatteriesystem, ne, sondern nur in dem Einzelnen, weil der Platz sonst fehlt. Ja. Oder war das das Soundsystem? Das Soundsystem geht, glaube ich, nur, wenn ich kein Doppelbatteriesystem habe. Das Soundsystem frisst die zweite Batterie, genau, sozusagen, ja, das genau ist korrekt. Ja. Dein Kanadier ist bei uns. Es wird ja in deinen Interviews, die du ja der internationalen Presse regelmäßig geben musst, hast du schon mal was läuten lassen von einem rein elektrischen, voll elektrischen 4x4 Fahrzeug? Kannst du da schon was drüber sagen? Dürfen unsere Zuschauer da was erfahren oder ist das noch zu früh? Nee, das ist tatsächlich kein Geheimnis mehr. Das haben wir auch schon an die Presse kommuniziert. Also wir arbeiten, wir entwickeln. So, jetzt warten wir tatsächlich mit dem Grenadier durch einen Fluss, wo gestern noch keiner war. Ja, der ist neu. Voraussichtlich in 2026, 2027 wird es einen vollelektrischen, ein vollelektrisches Fahrzeug geben. Okay. Was dem Grenadier in der Optik sehr ähnlich sein wird, aber kleiner sein wird. Ja. Nicht viel kleiner, also es wird kein... Kein Mini. Es wird kein Jimny werden, okay, ja, sondern es wird schon eine beachtliche Größe haben. Ein bisschen kleiner als der aktuelle Grenadier. Ja. Wird auch anders heißen. Aber die Grundkompetenzen werden die gleichen sein. Es wird weiterhin ein Offroader sein. Okay. Wir achten darauf, dass die Offroad-Fähigkeit Benchmark ist. Genau, aber halt voll elektrisch. Und das natürlich auch... weil wir sehen, dass es in Europa für den Verbrennermotor irgendwann, ja, zu Ende ist, irgendwann zu Ende gehen, ja, wird. Wir wollen uns, wir wollen nicht nur auf einem Bein stehen. Ja. Und deshalb wird es diese vollelektrische Variante geben. Okay, in der Presse stand ja auch immer mal wieder etwas von reinem Wasserstoffantrieb. Wie weit seid ihr da? Kannst du da was drüber sagen? Oder ist das in der Entwicklungsphase? Also es gibt einen Entwicklungsträger, der Wasserstoff rein Wasserstoff getrieben ist, funktioniert extrem gut, passt extrem gut zum Grenadier. Okay. Also das wird gerade weiterentwickelt, insbesondere aus Deutschland gibt es super viel Interesse. Ja. Ja, also es ist sehr, sehr stark nachgefragt, deshalb entwickeln wir auch weiter. Momentan haben wir ein bisschen das Huhn-Ei Problem, ja, die, ja, Wasserstoffinfrastruktur, okay, ist noch nicht vorhanden quasi. Mhm. Insbesondere in Großbritannien ist extrem schlecht, ja, und viele unserer Entscheidungen werden von Großbritannien, okay, ausgehend gemacht, und deshalb, also wir fahren da auf Sicht, wir entwickeln das Ding weiter und ja. Ich hoffe, dass es dann auch kommt in, ja, naher Zukunft. Du hast mich ja jetzt sehr sicher und sehr aufmerksam in unseren Offroad-Park gefahren, wo wir jetzt die letzten 14 Tage alle europäischen Verkäufer trainieren durften. Du siehst selber jetzt dann zum Schluss durch das Extremwetter, was wir hatten, haben wir jetzt ordentlich Schlammhaufen. Man könnte jetzt ein paar Furchen gezogen. Genau, hat es ein paar Furchen gezogen, man könnte jetzt spielen. Und die Presse wird hier morgen früh, glaube ich, nochmal von dir eine Ansprache bekommen zum Thema Grenadier und den Aussichten von Ineos allgemein. Wie siehst du denn die Marktsituation? Also was wird Ineos, was erwartest du in den nächsten ein, zwei Jahren mit der Marktsituation von Ineos? Glaubst du, dass der Absatz so bleibt nach dem starken Schub von Beginn an oder wird sich das anders darstellen? Ja, also ich glaube, wir sind natürlich im ersten Jahr jetzt auf einer Welle der Euphorie geschwommen. Ja. Ja, wir hatten sehr viele Enthusiasten, die die Entwicklung des Grenadiers über die letzten 3-4 Jahre ja wirklich eng verfolgt haben. Ja. Somit hatten wir auch
sag ich mal, im Anschub einen sehr starken Orderbestand. Ja. Ja, und die, da sind wir immer noch am Ausliefern und das läuft von Monat zu Monat besser. Wir werden jetzt Ende November werden wir die 1000 Zulassungen knacken in Deutschland. Das ist ein erster guter Meilenstein. Ja. Die Herausforderung der nächsten Jahre wird darauf liegen, dass wir diesen Shift hinlegen müssen von den Enthusiasten, die uns seit Jahren kennen, ja, zu der breiten Masse, die den Grenadier eben noch nicht kennt. Also bei 1000 Autos verteilt auf Deutschland kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie hoch die Chance ist, dass du Grenadier in freier Wildbahn siehst. Ja. Ja, und da müssen wir dran arbeiten, dass wir in der breiten Öffentlichkeit mit dem Fahrzeug bekannter werden, ja, weil das Potenzial ist nach wie vor riesengroß. Ja. Was wir weiterhin erleben ist, dass viele Kunden sich jetzt noch mal einen zukunftsfähigen Verbrenner zulegen wollen, ja, bevor vielleicht irgendwann dann wirklich das Thema Elektro das nicht mehr zulässt. Ja. Und gerade dieses Klientel, das ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Ja. Ja. Also von daher. Also du sagst, es ist ein Brand Awareness Thema, wo man jetzt einfach sagen muss, die Marke muss breiter in den Markt. Und da sind wir als Händler natürlich gefragt. Ne? Werbeblock an 96242, unsere Postleitzahl, um die Marke weiterhin bekannt zu machen und durch entsprechende Probefahrttermine und ich glaube, wir haben in Deutschland, der jetzt startet nächste Woche oder ist schon am Starten. Ich glaube, die ersten haben jetzt schon angefangen mit den Grenadier Experience Days. Genau. Starten wir mit allen deutschen Händlern Probefahrttage. Wir werden uns als Abenteuer 4x4 da ein bisschen später daran beteiligen, weil wir im Moment noch in Spanien für dich sind. Ja, danke schön. Machen ja das im Januar dann, ja, holen das nach und werden dort, ich denke mir, auch gute 50 Kunden zu einem Event einladen, um dann mit den Kunden dort Probefahrten durchzuführen. Aber das ist auch ganz normal. Also wenn du momentan 100 Kunden oder 100 Menschen in Deutschland befragst, ob sie den Grenadier kennen, dann werden 99 sagen nee. Ja. Ja, und das ist ganz, ja, normal bei einer neuen Marke. Wir müssen da erst uns positionieren, präsentieren und das machen wir peu à peu. Ja. Aber was wir sehen, dass es eine gewisse Euphorie gibt, auch in den sozialen Medien. Wir haben nicht alles richtig gemacht, das muss man auch sagen. Ja, es ist nicht, Kommunikation war, glaube ich, am Anfang ein Thema. Kommunikation war ein Thema, Prozesse sind nach wie vor ein Thema. Ja. Aber wir werden von Monat zu Monat besser und das sieht man jetzt auch an den Auslieferungen. Und die Kunden, die einen Grenadier haben, die sind eigentlich durch die Bank komplett enthusiastisch. Ja? Und du siehst die Leute, die durch die Karpaten fliegen oder durch die Alpen oder hier durch die Pyrenäen und das, ja, macht dann einfach mega Spaß. Ja. Guck mal, jetzt haben wir noch mal einen schönen Ausblick, ja, auf unseren Trainingsstandort, hätte ich bald gesagt. Und es ist eine ganz andere, du bist das ja vor einer Woche schon mal gefahren, diese Strecke. Als du jeden Tag anders. Bist jeden Tag anders, ja, tatsächlich. Wir haben jetzt drei Flüsschen überquert, weil eben aus den Bergen jetzt das Regenwasser sich hier sammelt und ins Tal möchte. Ja, Klaus, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir fahren jetzt schön wieder ins Camp und ich glaube, heute Abend gibt es Paella. Sehr schön. Ja. Paella ist gut, dazu ein lecker Bier. Und ich habe zu danken, was ihr bis jetzt hier als Abenteuer 4x4 abgeliefert habt. Absolute Weltklasse. Vielen, vielen Dank. Und ich kann nur sagen, dass alle Verkäufer, die aus dem Auto ausgestiegen sind, die haben ein mega Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Und genau das wollen wir ja denen vermitteln und mitgeben. Mit dem Auto kann man Spaß haben, man ist draußen an der frischen Luft und man fühlt sich trotzdem sicher, ja, und aufgehoben. Ja. Und das haben wir bis jetzt geschafft. Eine Frage habe ich noch und dann nerv ich dich auch nicht, ja, mehr. Du hast uns befohlen, wir sollen 4 Dachzelte auf die Autos bauen. Ja. Und da steht, glaube ich, noch eine Wette offen mit deinem Team, mit, ja, deinem deutschen Team. Und die haben gesagt, wehe, der schläft nicht im Dachzelt. Ja. Hältst du dein Versprechen? Ja, natürlich. Okay. Ich du weißt schon, dass wir 0 Grad, 2 Grad haben die Nacht. Ja, aber ich muss mir noch einen warmen Schlafsack organisieren. Den haben wir dir mitgebracht. Ich habe mir das immer vorgenommen und ich finde das auch, das gehört irgendwie dazu. Und da komme ich jetzt auch nicht mehr raus aus der Nummer, befürchte ich. Ja. Sehr cool. Ich organisiere dir noch eine Wärmflasche und vielleicht kriegst du das ein oder andere wärmende Getränk vom zu Bett gehen. Und wir haben für dich einen Schlafsack mitgebracht. Und aber es sind auch noch 3 Betten frei. Sehr gut. Ja, prima. Vielen, vielen Dank. Nee, danke dir. Wähle uns als deinen Partner und du erlebst deinen Grenadier in einem professionellen Offroad-Training 2 Personen.